Da unten ist noch ein Ding. Da geht's aber definitiv dann nicht rein. Ah, Münzen, super. Der Rubine. Danke. Den Felsen müsste ich auch kaputt kriegen. Verdammt. So, ich sollte mich jetzt mal nach oben begeben, Luft schnappen. Dann kann ich mich nach unten begeben. Ich muss diesen Felsen hier zerstören. Also ich will's versuchen. Geht doch. Ein silberner. Sauber. So, jetzt habe ich jedes Ding aufgemacht. Jetzt kann ich mich da vorne an das Ding wagen. Und da geht's weiter. Wald von Firone. Okay, da geht's wieder hoch. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Ich will aber eben die Markierung wegmachen, damit ich die habe. Jo, danke für die Blase. Hier, schnell. Was? Du kannst nicht weiter? Ihr Mensch ist ja wirklich unpraktisch geworden. Kommst du nicht oben drüber? So, das hatte ich eigentlich geplant, aber dann hat er ja abgebrochen. So, jetzt nehmen wir einmal die Kurve. Fantastisch! Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachen schon gelungen. Danke! So, los, weiter geht's. So, oben angekommen. Ich habe einen Glibber gesehen. Danke. Na komm. Brauchst du nicht vor mir verstecken. Ich hab das Schwert da draußen. So, das wäre Nummer 2. Schon mal wieder 2 Dinger, die ich für oben habe. Plus den einen, den wir sowieso noch im Wolkenhort haben. Und an den kann ich mich ja jetzt erst kümmern, weil ich ja jetzt erst die Schuppe bekommen habe. Von hier aus kann ich ins Wolkenmeer reisen. Cool, das wollen wir aber nicht. Wir wollen zum... Glimmer. Eine Kiste. Jawohl, Geschenk der Göttin erhalten. Sauber. Okay, hier runter. Komm, wirst doch wohl hinkriegen, oder? So, jetzt 180 Grad und nach oben und jawohl.
Ah, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Ein D-Zugfisch. Penner. Großartig, kein Zweifel, du musst der auserwählte der Göttin sein. Der D-Zugfisch hatte keine Chance. So, wir gucken erstmal, was wir hier oben haben. Oben. Oh. Fangen Sie! Jawohl! Du hast eine Fee gefangen! Wir sind auch bisher nur einmal gestorben, ne? Oder irre ich mich? Nee, wir sind bisher nur einmal gestorben. So gut. Endlich da. Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Seine Haare sind ein Schlüssel. Seine Haare sind einfach nur ein Schlüssel. Hier entlang. Es ist so schön, ich muss weinen. Meine Träne gerade weg, ja. Vorhin auch erst aufgestanden. Aber da der Justin momentan nicht da ist, konnte ich die mal eben schnell machen, die Aufnahmen. Und Engelchen macht in der Zeit TWD. Schön. Das ist ein Wasserdrache und der. Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Firono und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählten kann sie erlangen. Du bist also auserwählt, aber die Schuppe alleine reicht nicht, um hierher zu finden. So. Der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut. Du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Jirohim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Okay. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nun mit der Aurasuche aufgespürt werden. Gebieter, du besitzt keine Möglichkeit, das Wasser zu transportieren. Wir benötigen ein Gefäß. Folge diesem Weg in den Wald von Firone. Nun, beeil dich, ich warte dich gerne. Ja, lass mich doch erstmal hier raus. Hier werde ich es doch noch gar nicht finden. Meine Güte. So, meine Güte hier. So. Holen wir erstmal wieder so ein Steinchen raus. Bloin. Sauber eine Monsterkralle. Speichern. Da fliegen auch schon wieder zwei Stück rum.
Sauber habe ich ihn gefangen. Du hast einen Firo-Hüpfer gefangen. Schwärme dieser Fallen alle 10 Jahre über das Land und vernichte die komplette Vegetation. Ja, super. Tja, der ist tot. Ob ich hier auch nochmal spielen kann? Ne, geht nicht. Dann wollen wir mal hier hoch. Ah ja, Taco, Phoebe ist am Trinken. Jupiter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Firo befinden. Bitte bestätige dies mit der Karte. Jo, habe ich. Super. Schubs. Sauber. Und ich... In deinen fetten Arsch! Alter, wie mach ich dich tot, du Fettsack? Geht doch. Ja, stirb, verreck, elendig. Und dann gibst du mir nur ein blödes Herz? Lauf ich richtig? Ich will den weg. Dahin. Ich muss hier lang laufen. Lauf, 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 lauf. Das ist nicht das Wasser? Hätte ich aber gedacht. Zack. Das Wasser ist da hinten. Boah, habe ich ein schlechtes Erinnerungs. Eine schlechte Erinnerung. Sauber, habe ich die Bienenlarven erhalten? Boah, die Dekubinen sehen richtig sauer aus. Ich will nur mal wissen, wie viele Dekubinen wir haben. 30 Stück! Hier kann man richtig gut Dekubinen farben. Stier, geh schnell! Geh schnell drauf. Du auch. Zack! Mehr wollte ich gar nicht. So. Ich kann nicht schlagen.
Alter, wie viele Hits? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich brauche mal so langsam ein Schwert, ne? Im Tempel? Oh, ein Glibber, na super. Jetzt sie auch sonst wohin stecken können. Im Tempel? Ja, tatsächlich. Im Tempel drinne ist es. So, Entschuldigung, ich habe den Tisch mal kurz weggeschoben. Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura heiligen Wassers, aber du kannst die Aura hier nicht einsetzen. Aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass das Wasser sehr tief im Tempel befindet. Ich empfehle dir, mit X markierten Punkt zur Orientierung zu nutzen und in das Innere des Tempels vorzustoßen. Ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch. Sei äußerst vorsichtig. Kann es vielleicht sein, dass der das Wasser aus dem Komm, Alter. Ich glaube, ich weiß, welches Wasser er haben möchte. Hey! Was machst du denn hier? Moment, dich habe ich doch schon am Vulkan getroffen. Suchst du hier auch nach Schätzen? Ah, nein. Du brauchst gar nicht so zu tun. Ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätzen aus bist. Bist du auch wegen der Geschichte dieses Felstypen hier? Du meinst den Gerone? Ich werde den Schatz zuerst finden. Frage ist nur, ich soll hier was zeichnen. Was soll ich denn haben? Komm, ich will Rubine. Lol! Rubine! Ich glaube, der hat seinen Rubinbeutel verloren, ey. Ist das schon wieder zu? Du willst dich doch jetzt verarschen, oder? Wieso ist der Tempel zu? Och nee, oder? Wieso ist der Eingang dazu zu? Ey, das nervt jetzt mehr. Verflucht, der ganze Ärger, diesen Monster den Schlüssel abzuknöpfen, umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Egal, der Schatz, hinter dem ich her bin, ist mehr wert als irgend so ein Schlüssel. Kannst du mir sagen, wo? Kann ich was für dich tun? Was mit dem Schlüssel? Ich weiß noch, dass ich den Schlüssel vergraben habe, aber mir fällt leider nicht mehr ein, an welchem Ort. Wo war das nur? In diesem Raum wohl nicht. Hast du vielleicht eine Karte? Komm, ich hab eine Karte! Wo war's denn? Komm. Danke.
Oh, hoppla, ist Mikro berührt. Mach den Mund so auf. Geht doch. Mann, wieso müssen die den Schlüssel vergraben? Och, diese voll schwachen Marten, ey.